Hi Leute, Blacky wieder hier und wir machen weiter. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal, oder teleportieren wir uns jetzt erstmal in die Kantate. Nicht in die Kantate des Lichts, in die Zitadelle der Zeit. Und da werden wir wieder zum Kind und dann gehen wir in den Brunnen. Ja, der Brunnen. sorry. So, alles klar. Wir gehen jetzt hier hinten durch zum Zeitenfeld und dann machen wir uns wieder kleiner, so wie wir es schon mal gemacht haben. Yeah. Dann sind wir nicht mehr der Link, dann sind wir Young Link. Junger Link. Yeah, und die coole Musik, die kommt jetzt und der geil, Mann. Boah, Es ist voll unrealistisch, da kommt blaues Licht aus dem Stein. Hä? Okay. So, wir sind ein kleines Kind und haben eine Mädchenstimme. Toll. Hust. So, alles klar. Was war das? Ist egal. So, wir gehen jetzt über den Marktplatz zur Hylianischen Steppe und von da aus gehen wir nach Kakariko. Nach Kakariko, das Dorf der kackenden Ricos. Das war jetzt doof. Ganz schnell vergessen, Leute. Ganz schnell vergessen. So, alles klar. Wir sind jetzt auf dem Marktplatz. Ja. Na 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 na. Sorry Leute, sorry. Ich weiß, mehr labern als singen oder summen oder was auch immer das gerade war, aber naja. Manchmal da kann man sich einfach nicht mehr halten und muss einfach anfangen zu singen, wenn ihr versteht, was ich meine. Lulz. So, wieso ist jetzt schon so Sonnenuntergang? Das verstehe ich nicht. Eben als ich noch am Hylia-See war, habt ihr doch auch gesehen, ne? Als ich noch am Hylia-See war, da war es nicht so, ne? Ne? Okay, gut. Hallo! Ja, das war mein Freund, der Skelettboy, Alter, yeah. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich habe jetzt 20 Skulltulas, wenn ich richtig gesehen habe letztes Mal. Ja, 20. Okay, und von den 20 Skulltulas kann man sich natürlich auch wieder ein Geschenk holen und das mache ich auch gleich. So, da ist wieder unser Freund, der Penner. Yeah, der Penner. Der findet alles und jeden widerlich. Auch mich, leider. Wieso bin ich widerlich? okay, so. Wir gehen jetzt rein und die Tür ist irgendwie dreimal so groß wie wir. Yeah. So, wo ist der Typ? Da ist er. Hallo. Ja, der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Und wir haben den Stein des Wissens. Benutzt du ab jetzt dein Rumble-Feature? Reagiert es auf naheliegende Geheimnisse? Ja. Cool. Ey, hatte ich nicht gedacht. Aber irgendwie können wir den nicht benutzen, denn irgendwie funktioniert das Rumble-Feature von dem Stein nicht mit dem meines Controllers. Was mache ich denn da? Lol. Das geht nämlich irgendwie nur, wenn man in einem N64-Controller dieses Rumble-Pack drin hat. Oh mein Gott, das hatte ich sogar mal. So, alles klar, da ist jetzt unser Freund, der Doodle-Doo. Du weißt schon. Wir spielen jetzt die Hymne des Sturms und dann passiert gleich was ganz Tolles. Für alle, die es noch nicht wissen, ihr seht's jetzt. Okay, es dreht sich schneller, es regnet, die Musik geht schneller und... gleich geht's los. Jetzt hier draußen, die Windmühle, oh, die dreht sich schnell. Jedenfalls wird jetzt das Wasser aus dem Brunnen herein oder raus oder was weiß ich gepumpt. Und dann können wir rein. Klingt komisch, ist aber so. Na 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 na. Okay. Yeah. Hi. Ah, das ist eine sehr schöne Melodie. Huch, jetzt geht es aber doch zu schnell. Und wir trainieren ein bisschen. Yeah, da verbrennt man Kalorien. Ja gut. Gehen wir wieder raus. Was voll hohl ist. Guck mal, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Da. Das ist doch voll so. Verarsche. Naja, ist egal. Okay, wir gehen rein in den Brunnen. Okay, wir gehen rein. Watch. Grund des Brunnens. Und wir hören einen Zombie. Hört ihr den auch, den Zombie? Ja, toll, ne? Ich höre den auch gern, den Zombie. Ja, der macht mir gar keine Angst. Nein. Oh, das war immer voll gekonnt. Und ich glaube, ich renne mal hinter den. Und dann greife ich an. Ha, 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 ja, ha.
Okay, und er ist tot und wir bekommen Magie. Wie nützlich. Okay, ich brauche Bomben. Peng. Wow. Bumm. Okay, hier ist nix. Toll. Haha, hallo. War das nicht so, dass sie sich immer noch bewegen oder so? Ja, was sagst du? Ich höre in diesem... Achso. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstern mir zu. Suche nach dem Auge der Wahrheit. Und was ist gerade mit meiner Stimme los? So krank war die ja noch nie. Nein, was mache ich da? Link! Nee, alles cool. Okay, was haben wir hier unten? Ja, okay, gehen wir runter. Herzchen. Nur Herzchen. Oh, scheiße, jetzt habe ich außerdem Herzchen auch gesammelt. Naja, kann man nichts machen, ne? So, wo muss ich lang? Ich... Aha. Ich mach das hier. Wow. Hoho. Okay, und dann rüste ich, denke ich mal, die Feenschleuder aus. Und dann mache ich... Peng! Und hier hat sich jetzt irgendwo ein Tor geöffnet. Nee, das nicht. Okay, gehe ich weiter. Obwohl, warte mal. Kann man nicht hier irgendwo... Nee, kann man nicht. Okay. Ja, aber hier wieder hier Steine und so, ne? Ja, ich glaube auch. Wow! Ich weiß auf jeden Fall, dass der Brunnen beim Master Quest viel komplizierter war. Nee, halt, das war doof. Das ist richtig. Yeah, sag ich doch. Okay, und da haben wir den Schalter. Na, was passiert jetzt? Höh, Fackel an. Ah, und die Tür ist offen. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Naja. So, okay. Was habe ich da gerade? Eine Tür mit dem Schlüssel? Schlüssel, Loch, Schlüssel? Ja, habe ich gesehen. Gut. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich jetzt hingehe. Cool. Okay, ich mache erstmal das Ding hier kaputt, denn ich frage mich, was da ist. Peng. Nix? Nee, nix. Geil. Ich wette, da ist noch irgendwas Wichtiges, aber da komme ich jetzt noch nicht ran. So, als erstes spiele ich hier Zeldas Wiegenlied. Und seht ihr das? Diese komische Wand, diese Statue in der Wand da, die hat in der Hand so einen Kristall. Das ist doch mal sehr cool. Also, wenn man da nicht so doll drauf achtet, dann sieht man das gar nicht. So, erstmal Peng. Hier, yeah, und das Wasser wird abgelassen. Und da ist eine Kiste, ist das toll. Na, achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Okay, danke Navi, danke für den wunderbaren Tipp. Und ich frage mich jetzt echt, was hier drin ist. Maybe eine Karte. Okay, cool. Nee, du Hand, lass mir mal. Ja, keine Ahnung, was hier ist. Ich mache einfach mal Peng. Okay, geil, Feuer und die Tür geht auf. Nicht schlecht. Ha, okay, das ist leicht. Yeah, und Schlüssel, 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 Schlüssel. Na, 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 na. Yeah. Und auf der anderen Seite können wir auch nochmal rein. Wie jeder weiß. So, was ist hier? Ach, fuck. Fuck. Unsichtbare Monster. Was bist du? Was seid ihr? Lass mich in Ruhe. Stirb. Was? What the fuck? Warum sind hier was? Ja, und auch du. Oh, lass mich doch alle. Ah, ihr Viecher. Ja, komm her hier. Ho. Stirb. Ha. Wieso? Ja, jetzt. Und du auch. Oh mein Gott. Und hier ist nur eine Skulptur, toll. Super. Okay, und Peng. So Leute, ich würde sagen, ich mache im nächsten Video weiter. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss.